Der SPD-Kulturliste lagen am Doppelhaushalt 2021-2022 die folgenden Themen am Herzen. Also erstmal sind wir super froh, dass ein ganz, ganz großer Schwerpunkt im Haushalt beim Thema Wohnen gesetzt worden sind. Wir investieren 60 Millionen Euro. Das ist einer der wichtigsten Anträge gewesen. Und da dazu gehört, dass die Wohngeldstelle, die wir beantragt haben, durchgekommen ist. Das heißt, dass Wohngeldanträge von Menschen jetzt hoffentlich schneller bearbeitet werden können. Der zweite Antrag, über den ich mich heute mit meiner Fraktion sehr freuen konnte, ist die Jugendsozialarbeit an Schulen, die vorangekommen ist. Gerade in der Corona-Pandemie haben Kinder und Jugendliche ganz besonders unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten. Und deshalb ist es richtig gut, dass wir da nicht vom Gas runtergehen, sondern weiter Tempo machen, was den Ausbau von Schulsozialarbeit angeht. Und der dritte Punkt ist der Park-and-Ride-Platz, die wir eigentlich gestellt haben, leider nicht durchgekommen. Das ist ein bisschen schade, da haben wir lange dafür gekämpft, weil wir einfach glauben, dass Park-and-Ride-Plätze dazu beitragen, dass man die Emissionen wirklich runterdrehen kann. Und der vierte Punkt, der durchgekommen ist von uns, ist Corona-Nothilfefonds. Der wurde schon im letzten Haushalt in der zweiten Lesung beschlossen, ist heute dann nochmal mit weiteren Anträgen durchgekommen. Das heißt, wir können einfach im Bereich der Kulturpolitik, die ja auch stark gebeutelt von der Pandemie ist, noch mal gut investieren, und da sind wir insgesamt sehr froh. Aufs Wohnen konzentriert sich die SPD auch bei der Gegenfinanzierung ihrer Vorschläge. Also eine Streichung, die wir durchbekommen haben, die richtig gut ist, ist, dass wir die Zweitwohnsitzsteuer erhöht haben von 10% auf 15%. Das ist ziemlich gut, weil gerade in Freiburg es viele Leute gibt, die einen Zweitwohnsitz haben, und diese Steuer haben wir erhöht. Es gibt uns auch langfristig ungefähr 300.000 Euro mehr im Jahr, also eine wirklich gute Streichung. Aber die anderen Fraktionen konnten sich nicht für jedes SPD-Thema begeistern. Ansonsten hätten wir uns eher an der einen oder anderen Stelle weniger Streichung gewünscht, zum Beispiel beim Westbad, das wir auch noch gerne durchbekommen hätten. Aber das war eine der Streichungsanträge, den wir als Gesamtfraktion durchgebracht haben. Trotzdem hat die Fraktion dem Gesamtpaket zugestimmt. Also wir haben als Fraktion insgesamt im Haushalt zugestimmt. Wir haben vorhin schon gesagt, vor allem, dass so ein großer Schwerpunkt zum Thema Wohnen drinsteht, mit so einem riesigen, noch nie dagewesenen Investitionspaket. Das ist was, was uns richtig positiv stimmt. Da sind ganz viele Punkte drin, für die wir schon richtig lange gekämpft haben. Es waren auch viele Wermutstropfen drin, dass das Westbad nicht gekommen ist. Dann vor allem, dass die Tarifanpassungen an das Personal nicht weitergegeben werden. Das waren alles Wermutstropfen, die wir jetzt notgedrungen mitgetragen haben, die auch natürlich dem geschuldet sind, dass wir einen schwierigen Haushalt jetzt haben, pandemiebedingt. Aber insgesamt konnten wir dem Haushalt auch mit den vielen Anträgen, die von uns durchgekommen sind, gut zustimmen.